Heyo Leute, willkommen bei unserem ersten Video bzw. unserem zweiten Video. Wir hatten ja auch schon davor eine coole Präsentation von unserem Team gedreht. Ich bin der Dustin und mein erstes Thema heute für euch am Montag: psychologische Farbwirkung und das war falsch. Psychologische Wirkung von Farben und Farbkombination. So. Psychologische Wirkung von Farben und die Farbkombination. Gleich nach dem Intro. So, bevor wir an irgendwelche Arbeiten gehen, an irgendwelche Projekte, da müssen wir natürlich erstmal etwas Grundwissen haben. Thema Farben, das klingt erstmal nach einem sehr kleinen Thema. Das kann man leicht runterreden, weil es ist doch selbstverständlich, dass wir Farben sehen können. Außer ihr seid farbenblind, dann könnt ihr mit diesem Video sowieso nichts anfangen. Aber darüber will ich jetzt gar nicht streiten oder was auch immer, irgendwie persönlich werden oder so. Nein, auf jeden Fall das Thema Farben sehen und auch die Farben Wahrnehmung ist ein sehr hochkomplexes Thema. Warum das so wichtig ist, warum das nicht einfach nur als eine Selbstverständlichkeit angesehen sollte, vor allem im Screen-Design oder dann auch im Webdesign, im Mediendesign, wenn wir Flyer gestalten, Visitenkarten, Homepages etc. Farben bringen ein gewisses Gefühl mit, Eigenschaften, und diese Gefühle wollen wir als Webdesigner transportieren. Wir möchten mit diesen Gefühlen arbeiten. Wir möchten Produkte richtig darstellen. Wir möchten, dass die richtig wirken. Wir möchten Personen auch entsprechend dargestellt werden. Oder je nachdem, über welches Thema es halt geht. Was die einzelnen Farben an sich bedeuten, das erkläre ich euch später. Aber zuvor gibt es dann erstmal noch das Thema: Wie unterscheiden wir Farben überhaupt? Was sind denn deren Eigenschaften? Was für Farben gibt es denn? Und wir kennen natürlich dieses typische Grün, Blau, Rot etc. Aber das lässt sich auch noch alles kategorisieren. In so einem sogenannten Farbkreis, und da haben wir dann die Grundfarben oder auch genannt die Primärfarben. Wenn wir dann vom RGB-Modell ausgehen, also vom Rot, Grün und Blau, wie jetzt auch schon gesagt, sind das diese drei Primärfarben. Und damit lassen sich in diesem Modell schon über 16,7 Millionen Farben darstellen. Und die gehen wir alle systematisch durch, innerhalb dieser paar Minuten. In der adaptiven Farbmischung, das bedeutet, dass wir mit Lichtfarben arbeiten, also die Farben, die wir auf dem Bildschirm sehen. Da haben wir ja jede Menge Pixel und die werden alle unterschiedlich beleuchtet. Letztendlich entsteht ja das Bild auf unserem Bildschirm und das, was wir da sehen, das ist Licht. Wir haben ja verdammt viele Farben. Und wie unterscheiden wir die überhaupt? Da haben wir einmal den Farbton, das größte Unterscheidungsmerkmal. Dann haben wir Helligkeit und die Sättigung. Helligkeit bedeutet, wie strahlend die Farbe ist, also wirklich wie hell sie dargestellt wird. Wenn wir eine ganz geringe Helligkeit haben, sehen wir schwarz, sehen wir dunkel. Wenn wir eine hohe Helligkeit haben, dann strahlt die Farbe umso mehr. Sättigung nimmt den Farbton etwas heraus, es zieht den Farbton heraus aus der Farbe und lässt es dann immer mehr in den Grauton verschwimmen. Da wir Farben so unterschiedlich darstellen können, können wir die kategorisieren. Warme Farben und kalte Farben. Kalte Farben wären dann Blau, Cyan, und auf der warmen Seite die Farben Rot bis Orange und Gelb. So, wir haben ja viele unterschiedliche bunte Farben, aber es gibt dann auch noch die neutralen Farben. Wir haben Schwarz, Weiß und auch Grau. Da fangen wir doch einfach mal direkt mit der ersten Farbe an. Wenn ihr nach einem harten Arbeitstag endlich nach Hause wollt und dann mit dem Auto im Stau steht, dann seht ihr nur noch eine Farbe. Und das ist Rot. Rot ist eine sehr mächtige Farbe. Sie ist wirklich verdammt mächtig. Denn wenn wir Rot sehen, sehen wir da sofort hin. Es ist eine Signalfarbe. Es ist eine Warnfarbe. Denn Rot bedeutet, hier stimmt vielleicht auch etwas nicht. Beziehungsweise wir wollen ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf diesen bestimmten Bereich lenken. Warum Rot eine so krasse Farbe ist, die sofort ins Auge sticht, ist, weil wenn wir beispielsweise uns jetzt mal die Hand abhacken würden, ne? Dann würde ich jetzt hier auch den ganzen Tisch vollbluten und ich würde dann realisieren, Moment, irgendetwas stimmt hier nicht, warum ist der Tisch rot? Ich muss mich vielleicht darum etwas kümmern. Positive Assoziationen der Farbe Rot wären, dass sie eine wirklich, wie ich schon sagte, starke Farbe ist. Sie stellt Mut dar, sie ist aber auch die Farbe der Leidenschaft. Dynamisch, sie ist aktiv, verführerisch
und natürlich warm und sie steht auch für Vitalität. Negative Assoziationen wären dafür aber wiederum, dass sie auch als eine sehr gefährliche Farbe dargestellt wird, als eine sehr aggressive Farbe. Sie ist sehr dominant, kann auch arrogant wirken, brutal, zornig, laut, aufregend, all dies und noch mehr solcher Eigenschaften. Nach diesem Video werde ich auf jeden Fall dringend nach Hause müssen und meine Pflanzen gießen, aber wenn ich nicht schon genug grüne Farbe von meiner Top-Pflanze habe, dann gehe ich raus in die Natur. Da ist wohl grün die meistvertretenste Farbe. Sowohl wenn ich auf den Rasen gucke, als auch die Bäume betrachte. Grün, grün, grün ist überall. Also das Grün wächst mir fast schon aus den Ohren irgendwie so, keine Ahnung. Ich sollte vielleicht auch mal mehr Brokkoli essen. Ja, auf jeden Fall grün, wie man dann schon sicherlich sich denken kann, wird dann oft für Grünplanung, also für Welt, Umwelt gedacht, für Landschaftsbau, für diese ganzen Themen. Es hat einen sehr gesunden Charakter. Aber was das für Assoziationen mit sich bringt, diese Farbe, das zeige ich euch mal. Positive Assoziationen von der Farbe grün wären dann natürlich in dem Fall, dass es um das Gesundheitswesen geht, Natur, Umwelt, dass die Farbe eine natürliche, entspannte, ruhige, positive, harmonische Eigenschaft mit sich bringt, aber auch eine erholsame. Negative Assoziationen wären, dass diese Farbe aber auch gleichzeitig sehr unreif, sauer, bitter und auch unerfahren wirkt. Blau ist meine absolute Lieblingsfarbe, beziehungsweise von uns allen Deutschen. Denn blau, blau, blau finden wir überall auf jedweden Seiten um Thema Business. Es ist gar nicht mehr wegzudenken in dem Business-Bereich, denn blau bringt eine sehr gewisse Professionalität mit. Sie ist eine sehr freundliche Farbe, die Nähe verspricht. Vor allem in der Abstufung von der Helligkeit, aber auch Sättigung, verliert die Farbe nicht wirklich an ihren Farbton. Während andere Farben da schon ziemlich krasse Unterscheidungsmerkmale vorweisen, bleibt blau sich treu. Blau ist eine sehr stille Farbe. Sie ist aber auch entspannend, kann vertrauensvoll wirken, verlässlich vor allem. In dem Business-Bereich, wie ich schon erwähnte, ist sie auch eine sehr autoritäre Farbe und auch eine sehr starke. Negative Assoziationen mit der Farbe wären wiederum, dass sie als sehr kalt empfunden wird. Ist ja auch eine kalte Farbe. Gleichzeitig kann sie aber auch unpersönlich wirken und teilweise depressiv, sowohl auch als langweilig. Wenn wir jetzt von den primären Farben weggehen und uns um die neutralen Farben beschäftigen, dann haben wir das allbekannte Schwarz. Wenn wir nur die Augen zumachen, dann sehen wir natürlich nur Schwarz. Es wird sehr oft verwendet. Es ist eine immer noch sehr moderne Farbe, aber viele vergessen auch immer wieder, dass diese Farbe teilweise auch immer alles viel teurer wirken lässt und teilweise auch sogar für den Tod steht. Auch im Business-Bereich wirkt die Farbe sehr seriös, elegant, aber wirkt gleichzeitig auch neutral, sachlich, modern und es ist natürlich eine klassische Farbe. Negative Assoziationen mit der Farbe könnten sein, dass sie einen sehr düsteren Charakter hat, aber auch einsam wirkt und auch für Trauer steht. Kommen wir nun zu der Farbe, die wohl noch viel beliebter ist als die Farbe Blau. Das ist Weiß. Weiß ist sehr steril, eine sehr unschuldige Farbe, möchte man so sagen. Sie steht dafür, dass sie wirklich einen reinen Charakter hat und sie wird eigentlich so gut wie überall verwendet. Es gibt eigentlich so gut wie gar keine Seite, die sich nicht an der Farbe Weiß bedient. Die Farbe Weiß findet sich, wie gesagt, überall. Sie hat einen sehr neutralen Charakter, daher ist sie auch so beliebt. Sie wirkt schlicht und auch sauber, sowohl als auch rein. Negative Assoziationen mit der Farbe wären, dass sie auch hier als eine sehr kalte Farbe empfunden wird und wenig Ausdruck bringt. Sie wirkt leer in den meisten Fällen, wenn es um etwas Spezifisches geht, wenn es um einen guten Ausdruck gehen soll, dann wirkt diese Farbe auch eher steril und ausdruckslos. Auf jeden Fall, Grau kann sehr gut dafür genommen werden, falls man von dem Schwarz und auch dem Weißen weggehen möchte. Dann kann man sich auf jeden Fall an der Farbe Grau orientieren. Sie ist nämlich ein guter Kompromiss zu der Farbe Schwarz und Weiß. Nur weil diese Farbe unter anderem als Kompromiss dienen kann, heißt es nicht, dass sie nicht an Eleganz, Professionalität, dass es ihr daran nicht fehlt, dass sie auch förmlich und auch sachlich wirkt. Negative Assoziationen mit der Farbe wären, dass sie charakterlos und auch langweilig wirken kann. Daher ist es wichtig, einen Farbton zu wählen, eine bunte Farbe, damit Grau richtig zur Geltung kommt, weil sonst wirkt sie trist und kann auch deprimierend wirken.
Die Wahl der Farben hängt natürlich auch vom Arbeitsbereich ab. In dem einen Arbeitsbereich könnte eine bestimmte Farbe als positiv wahrgenommen werden, aber in einem anderen Arbeitsbereich mit derselben Farbe könnte die wiederum als eine sehr negative Farbe aufgefasst werden. Nehmen wir mal als Beispiel das Thema Ernährung. Wenn wir uns beispielsweise jetzt durch den Supermarkt bewegen und so einen Smoothie im Regal sehen und der die Farbe grün aufgedruckt hat, dann assoziieren wir das sofort als etwas Gesundes, als etwas sehr Vitaminreiches. Wenn wir jetzt also in dem Bereich Ernährung bleiben und mit der Farbe grün arbeiten, haben wir da auf jeden Fall einen sehr positiven Effekt. Ein negatives Berufsfeld, wo die Farbe grün nicht eine so positive Wirkung hat, das wäre beispielsweise mit dem Thema Umwelt. Da würden wir die Farbe eher als sehr giftig wahrnehmen. Und als gefährlich, das wir eher meiden sollten und nicht reinbeißen. So Leute, da sind wir am Ende meines ersten Videos. Wir haben über die Psychologie der Farben geredet. Wie unterscheiden wir denn überhaupt die Farben erst einmal? Also Helligkeit, die Sättigung, den Farbton an sich. Was sind die Eigenschaften? Wie assoziiert man die Farben? Und. Also wir haben über so vieles, oder ich habe über so vieles gesprochen. Und ihr werdet jetzt verstanden haben, warum es so wichtig ist, sich mit dem Thema Farben auseinanderzusetzen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann unten einen Daumen hoch geben oder auch einen Daumen runter, wenn euch das nicht gefallen hat. Feedback ist immer gut. Vor allem dann auch in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder was nicht. Auch Inspiration, was ihr beim nächsten Video sehen möchtet. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Farben wirken uns auf alle. So. Farben wirken uns auf alle. Was? Hä? Habe ich es falsch gesagt? Farben wirken auf uns alle. So. Ja. Farben wirken uns auf alle. Was sag ich da? Farben wirken auf uns alle. Von der sogenannten Farbsynästhesie sind wir alle betroffen.